Chaotische Viertelstunde, mal tatsächlich sehr chaotisch, weil nichts vorbereitet. Da habe ich mir gedacht, ich mache heute mal so ein bisschen so ein Tools I use und stelle euch mal Dinge vor, die ich so benutze. Ich bin ein sehr terminal-affiner Linux-Nutzer, also das heißt, ich werde euch vor allem CLI-Tools vorstellen, ausschließlich CLI-Tools. Ja, mal schauen, was so das wird. Also mein Haupttool, das ich eigentlich immer im Terminal benutze, ist Zellige. Das habe ich letzte Woche schon oder vor 2 Wochen schon vorgestellt. Einige von euch waren aber nicht da. Zellige ist ein Terminal-Multiplexer, so auf dem einfachsten Niveau. Das Bild ist weg, das ist schade. Wo ist das Bild hin? Okay, alles klar. Dann bitte meldet euch, wenn es wieder weg ist. Ja, also das ist Zellige, Multiplexer, also klar kann man hier so Panes aufmachen und dann gibt es auch noch Tabs und hat dann noch ganz viele andere Features, also ich kann die dann hier auch verschieben zum Beispiel, ich kann die auch größer machen, kleiner machen, ich kann auch, wenn ich jetzt hier so ein symmetrisches Muster zusammengebaut kriege, was ich jetzt sicher nicht schaffe auf die Schnelle, nein, natürlich nicht, war ja klar, so, nee, stark. Okay, zurück auf Anfang. Da, so. Dann kann ich hier auch so die Ecken beibehalten, quasi beim Größer und Kleiner machen. Ich kann die auch Fullscreen machen, einzelne Panes. Und dann ist ganz cool, wenn einem das nicht ausreicht oder wenn einem das zu viel ist, dann kann man auch noch so schwebende Panes aufmachen. Die kann man auch durch die Gegend schieben. So, dann mit diesen Layouts kann man auch spielen. Also man kann sich die auch vordefinieren. Wenn man jetzt sagt, auf Arbeit habe ich eigentlich immer so in meinem Terminal-Multiplexer ziemlich die gleiche Anordnung von Befehlen, wie auch immer die aussehen, dann kann ich mir da auch ein Layout draus bauen, wo ich die dann fest reinschreibe. Genau, und dann noch so ein cooles Feature in der neuen Version ist, es gibt auch Stack Panes, da muss man ganz schön viele aufmachen, das geht jetzt natürlich gerade nicht. So, dann habe ich links quasi ein großes Fenster und dann habe ich rechts halt hier so meine Stacks, da kann ich dann so rein nach durchgehen. Genau. Und da gibt es noch viele andere Features, aber ich wollte mich gerne auf eine Viertelstunde beschränken und euch nicht bloß wieder Zellige vorstellen, weil, wie gesagt, das hatten wir schon. Daher, was haben wir noch? Genau, Cut ist sicher auch so ein Tool, das viele von euch regelmäßig benutzen, wenn man sich mal irgendwelche Dateien angucken will, einfach ohne sie gleich zu schreiben. Und was ich immer schade fand an Cut ist, dass das, jetzt finde ich hier keine coole Datei, doch hier Ding. Cut hat kein Syntax-Highlighting, es ist ja nur Text. Und was ich dann gerne benutze ist Bud, das ist so ein Cat-Clone mit Flügeln, so beschreibt sich das. Und das ist im Endeffekt so ziemlich das gleiche wie Cut. Also man kann, man sieht es hier, ich habe oben halt zum Beispiel den Dateinamen stehen, ich habe links Zeilennummern, die kann ich auch ausblenden, wenn ich möchte. Und was halt ganz cool ist, das hat Syntax-Highlighting. Ich glaube, das arbeitet mit Pigments, also quasi, was Pigments kennt, das kann auch Bud und das ist fast alles. Genau, und wenn das jetzt eine längere Datei ist, dann würdet ihr die auch pagen. Jetzt weiß ich nicht, ob mir eine längere Datei einfällt gerade. Ich kann ja mal das Zellige-Log öffnen, das sollte länger sein. So, da. Genau, kann man hier auch so durchpagen. Und dann gibt es auch noch 6,5 Millionen CLI-Optionen, wenn man das möchte. Ich gehe mal wieder in Zellige rein, da kann ich nämlich scrollen, während ich euch das zeige. So, ja, also man kann sich da austoben. Ganz nett ist halt, dass es zum Beispiel explizit die Möglichkeit gibt, eine Sprache anzugeben. Also wenn ich eine Datei habe, quasi so, ich weiß intern, dass es YAML, aber aus Gründen, die ich nicht verstehe, ist es halt umbenannt mit einer Dateiendung, die es nicht kennt, dann kann ich ihm halt explizit sagen, tu bitte so, als wäre es YAML und dann sieht es aus wie YAML im Highlighting. Das ist ganz cool. In die gleiche Kategorie fällt RipGrep. Das ist quasi eine schnellere Variante von Grep. Eine Frage. Ja, bitte. Also das ist jetzt hier ein Linux-Rechner, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob Bud Cross-Plattform ist. Ich kann auf jeden Fall sagen, es ist in Rust geschrieben, daher stehen die Chancen sehr gut, dass es Cross-Plattform ist. Können wir auch festhalten, dass es Bad heißt? Ja, Bad. Okay, wir können es auch Bad nennen. Verzeihung. Beantwortet das deine Frage? Wolltest du noch mehr wissen? Also ich bin mir jetzt, wie gesagt, nicht sicher, ob es Cross-Plattform ist. Ich meine, die Chancen stehen gut. Ich benutze es aber nie unter Windows, weil ich exklusiv unter Linux arbeite. Halt. Ich bin etwas verwöhnt. Also steht das DNVGA
Ja, also ich meine, du kannst es ja gerne mal ausprobieren und dann mal so berichten, ob es funktioniert hat. Kommen noch ein paar so Tools. Also eigentlich alle Tools, die ich euch heute vorstelle, sind in Rust geschrieben. Daher, ich weiß auch, dass einige von denen auf jeden Fall Cross-Plattformen sind. Zellig jetzt zum Beispiel leider nicht. Das braucht einige Features, die gibt es nur unter Unix. Daher wirst du das unter Windows leider nicht verwenden können. Genau, but, dann eben ripgrep und weil man so tippfaul ist, gibt es dafür auch ein Kürzel, nämlich RG. Es ist quasi das gleiche wie grep. Es ist bloß viel schneller. Also das glaubt man nicht, wenn man einfach bloß so Code-Dateien durchsucht, aber wenn man mal irgendwie auf die Idee kommt, ich habe hier ein Verzeichnis mit 20 GB Textdateien und ich möchte da jetzt Sachen drin suchen, habe ich auf Arbeit schon gemacht tatsächlich und ripgrep ist wirklich schnell. Ripgrep ist auch ganz cool, weil, wo können wir denn mal hingehen? Suche ich den mal. Ja, das ist jetzt so. Es hat halt Defaults, die ich persönlich ganz schön finde, weil es zum Beispiel per Default gleich die Dateinamen hinschreibt und die Zeilen, wo es findet. Das muss man ja in grep immer mit minus nr, minus, also ja. Irgendwann gewöhnt man sich halt so Default-Aufrufe an. Ripgrep macht das eigentlich schon ganz schön so von sich aus, finde ich. Und es ist halt, wie gesagt, wirklich sehr, sehr schnell. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Ergebnisse hat das hier gefunden. 11 minus 10, nee, 10, ich kann nicht mehr. Nein, ja, egal. Also 4.400 Ergebnisse so ungefähr. Und der Ordner ist jetzt auch nicht besonders klein, indem ich das hier ausführen lasse. So, was haben wir noch? Genau, mein Shell-Prompt, also der Regenbogen unten links in der Ecke, den mache ich mit Starship, genau. Früher hatte ich mal diverse Z-Shell, also ich benutze Z-Shell und da hatte ich mal Oh My ZSH ausprobiert und noch andere Dinge, Power Level 10K. Und mein Problem damit war halt immer, dass irgendwann, das hat man schon gemerkt, wenn man mehr Dinge damit getan hat, als so die drei grundlegenden Shell-Prompts sich mal anmalen zu lassen, dann wurde das immer recht langsam. Also ich finde immer, so ein toller Benchmark ist, wenn man Enter einfach gedrückt hält, wie viele Zeilen werden übersprungen? Und mit Power Level 10K waren es irgendwann viele. Und Starship nicht. Und das Coole an Starship ist auch, also das ist jetzt zum Beispiel meine Z-Shell, ich kann auch hier auch in Bash gehen. Jetzt muss ich die magische Inkantation kennen, mit der ich Starship lade. So, das steht hier irgendwo drin. Hier Starship init. So. Aber mit Bash. Und dann geht das auch unter Bash. Also das war für mich halt ganz cool, weil ich habe halt tatsächlich einige Rechner, da kann ich Z-Shell nicht drauf installieren. Das geht einfach nicht. Und mit Starship bin ich halt, also nicht abhängig von der Shell, in der ich es benutze, weil Oh My ZSH geht halt nicht in Bash, aus offensichtlichen Gründen. Starship schon. Es geht auch mit Fish und ich glaube auch mit Conch. Ich bin mir gar nicht sicher. Einige andere jedenfalls auch noch. Und genau, so mache ich meinen Shell-Prompt. Und auch meine Z-Shell-Plugin-Verwaltung mache ich auch mit einem Rust-Tool, das heißt Sheldon. Da hatte ich auch mal verschiedene Dinge benutzt und dann gab es ja auch, also für die Z-Shell im Speziellen weiß ich, es gab eine ganze Menge Tools und irgendwie waren dann alle deprecated im Jahr 2022 oder bis auf eins. Das fand ich irgendwie nicht so schön und dann habe ich eben Sheldon benutzt und das Schöne an Sheldon ist, dass ich gar nicht merke, dass es was tut. Also ich hatte davor mit Power Level 10K hatte ich dann gelegentlich auch Probleme mit den Plugin-Managern, die ich hatte, dass dann die sich irgendwie drum gekloppt haben, wer jetzt zuerst in mein Terminal schreiben darf. Das führte dann mitunter zu sehr hässlichen Ergebnissen gelegentlich. Und mit Sheldon hatte ich jetzt bisher keine Probleme. Also wenn ich mal ein Update gemacht habe in Sheldon, dann lädt er mal kurz, aber sonst passiert da gar nichts. Genau, und jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich hier noch interessante Tools habe, die ich euch zeigen kann. Ah, genau, FD können wir noch kurz einmal machen. FD ist ein besseres Find, effektiv. Also man kann ja sonst, weiß ich nicht, irgendwie Find und dann will ich irgendwas mit Markdown, so. Ja, weil ich muss ja minus. So. Und mit FD kann ich mir den Teil eben sparen. Das hier mag er jetzt nicht, aber ich kann ihm dann zum Beispiel einfach sagen, such mir einfach eine Extension namens MD und dann zeigt er mir die Dateien auch so an. FD auch wieder gleiches Argument wie bei ripgrep. Es ist viel schneller als Find, gerade wenn man irgendwie in sehr großen Verzeichnisbäumen unterwegs ist. Und genau, das ist einfach, ich finde es auch schön, weil es halt dieses Highlighting macht. Mag ich gerne in meinem Terminal, wie man vielleicht sieht.
Und dann ein Tool, was ich noch unheimlich oft benutze, ist Topgrade. Das macht quasi Updates, weil ich habe das Problem zum Beispiel, ich habe halt mein Betriebssystem, da mache ich Updates. Ich habe dann meine Cargo, also meine Rust-Installation mit Cargo, da mache ich Updates. Dann habe ich noch meine .files als Git-Repository. Dann habe ich noch zwei, drei andere Git-Repositories. Ich habe diverse Container, die auch regelmäßig Updates kriegen. Und mein NeoVim macht Updates und meine Shell macht Updates. Und irgendwann werden es halt ziemlich viele Sachen. Und das immer von Hand zu machen, ist ein bisschen ermüdend. Und mit Topgrade sieht man eben hier jetzt so unten in der Ecke, das ist der Output von allen Dingern, die Topgrade in irgendeiner Form updaten kann. Es ist, also ich habe bisher noch nichts gefunden, was da nicht drin steht. Einige Sachen habe ich dann halt selber dazu geschrieben und benutze ich auch sehr gerne. Also finde ich total cool. Funktioniert nicht ganz unbeaufsichtigt, also man sollte schon daneben sitzen, weil gelegentlich schlägt halt mal was fehl, weil, keine Ahnung, irgendwie mein Packet Manager hat beschlossen, er kann seinen Log nicht finden und dann hängt er halt und wartet auf User Input, aber das ist okay. Und zeigt einem dann auch nebenher an, was er so alles für Updates macht. Und das finde ich ganz cool, eben meine Systeme aktuell zu halten. Das mache ich dann so wenigstens einmal die Woche. Und dann habe ich auch keine Sorgen, dass ich was vergessen habe. Also dann habe ich nicht noch irgendwie meinen, keine Ahnung, Tech-Container und der ist dann 6 Monate alt. Und ich frage mich, warum das nicht mehr funktioniert. Ist halt schade. Genau. Und ich denke, das sind so die essentiellen Tools, mit denen ich so in arbeite in der Shell. Auf Arbeit habe ich noch mehr. Da habe ich noch ein bisschen spezielleres Setup für meine Entwicklung da. Genau. Und dann natürlich auch noch Editor, da benutze ich halt klassisch NVIM. Da habe ich mich ein bisschen mit den Plugins beschäftigt und kann eben auch im Terminal meinen Programm schreiben, also meinen Programmcode. Ja, genau. Ich denke, das waren so die Core-Tools, die ich verwende und die ich euch vorstellen wollte. Und dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit.